Leute, was geht? Heute gibt es wieder eine weitere SCP-Kreatur. Und zwar heute gibt es eine Kreatur, die ich in GTA 5 gezeigt habe. Und zwar ist es SCP-3199 oder 3199, je nachdem, wie ihr es sagen wollt. Wir schauen uns dann nämlich heute das Video bei SCP-Chroniken wieder an. SCP-3199 Experimente an Menschen widerlegt. Was es damit auf sich hat, erfahren wir in diesem Video. Let's go und ihr lasst gerne ein Like da für die nächste Folge. Okay. Ah, okay, hier ist so ein Typ. Ja. Oh. Was? Was ist das denn für ein Stein? Zum Teufel. Ja. Was ist das? Was ist das? Was für ein seltsames Ding. Ich könnte schwören, das war ein Stein und kein Ei. Wie hat er das transportiert? Yo. Das ist die Kreatur? Schon okay. Ich werde dir nichts tun. Das ist das Monster. Das SCP-3199. Holy moly. Wildes Intro. Wildes Intro. Das war das Wild. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das Ding aus einem Ei schlüpft. Aber jetzt würde der Titel auch Sinn machen, dass es sich um ein Experiment handelt. Was gibt es Neues auf der Insel, Brad? Hallo, Rita. Wir untersuchen weiterhin das Objekt 3199. Obwohl gefährlich, sind die Kreaturen ziemlich verwundbar. Das Ding ist, jedes Geschöpf wird mit einem Ei in seinem Darm geboren. Selbst wenn sie einen von ihnen töten, wird ein neues Ei aus seiner Speiseröhre schlüpfen. Das bedeutet, dass immer mindestens eine Kreatur am Leben bleibt. Sie sind nahezu unsterblich. Also, es ist quasi eine Kreatur, die sich selbst wiedergebärt. Brad, hast du alles unter Kontrolle? Sicher. Wir untersuchen noch die chemische Zusammensetzung der Schale. Ey, yo! Nein! 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 Leute, das seht ihr gerade. Seht ihr das gerade? Das ist eine Hydraulikpresse! Das ist eine Hydraulikpresse! Die man einfach Hydraulic Press Channel in SCP-Chroniken drin. Ist bereits klar, dass das Ei unglaublich robust ist. Wir haben versucht, es in einer Presse zu zerstören und es mit Säure- und Scheuerwerkzeugen aufzubrechen. Das Ganze hat nicht mal einen Kratzer hinterlassen. Ich habe eines der Eier eingefroren. Mal sehen, wie es auf niedrige Temperaturen reagiert. Achtung, Objekt der Gitterklasse hat Eindämmungszone durchbrochen. Jo, dann sieht man, hat es ja sehr gut funktioniert, ne? Was ist das? Scheiße. Brad? Ich rufe Sie zurück. Yo! Da ist ja noch eine von denen! Cooper, was zur Hölle geht hier vor? Herr, wir haben euch Notfall. Eine neue Kreatur, die unter der Presse aus dem Ei geschlüpft ist und die Eindämmung durchbrochen hat. Nein! Das Ei kommt aus dem Mund? Verdammt, es sind so viele. Was zum Teufel ist da? Die Musik. Gott verdammt. Die geht ja übelst ab. Nein, nein. Brad, was ist da los? Die Kameras sind aus und die Vitalwerte des Personals sinken. Wir haben einen Eindämmungsdurchbruch. Also ist es so bei der SCP Foundation, dass die ganzen Mitarbeiter auch immer so Pulsmessgeräte haben, dass man die komplett immer die Vitalwerte analysieren kann? Macht Sinn, weil es gibt ja Kreaturen, die merkt man nicht, dass sie auf einen sozusagen reagieren und so. Ich kann sie nicht aufhalten. Wir brauchen eine Notfallevakuierung. Die anderen sind wahrscheinlich tot. Halt durch, Bradley. Versteck dich irgendwo. Hilfe ist unterwegs. Come on. Hol ihn hier raus, Rita. Rita! Rita! Die kommen da nicht. Die kommen da durch. Hier ist die Koordinatorin Rita Miller. Es gibt einen Notfall in Area 144 auf Phoenix Island. Personalevakuierung anfordern. Sofort! Alter. Nicht jetzt, verdammt! Nein. Die Waffe ist leer. Oh nein. Was macht er jetzt mit dem Ei? Ist okay, Bradley. Hilfe. Er friert sich selbst ein. Er friert sich selbst ein wie in Fallout 4. Unterwegs. Warum? Bist du sicher, dass er nicht tot ist?
Er wacht auf. Hey. Oh mein Gott, jetzt kommt's. Wir sind in der Zukunft, im Jahre 2500. Und jetzt gibt es diese Kreaturen überall. Wie geht es dir, altes Haus? Wie viele Finger zeige ich? Zwei. Was ist los? Oh, richtig. Hilfe. Danke, dass ihr mich gerettet habt, Jungs. Sind Sie Bradley Peterson, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der Area? Das bin ich. Ich bin Kapitän Don Martin. Was soll die seltsame Uniform? Und, verdammt, sind wir immer noch auf der Insel? Wo sind diese Monster? Monster? Die federlosen Zweibeiner. Wie habt ihr sie getötet? Objekte 3199. Erzähl mir mehr über sie. Sind sie... Okay, okay. Er weiß wohl offensichtlich von der Nummer, ohne zu fragen. Und jetzt kleiner Hinweis. Habt ihr nicht auch bei dieser Karte übertrieben Pokémon Generation 1 und 2 Vibes, dass die Kanto-Region, das ist Johto-Region und so weiter, Sinnoh-Region oder Sinnoh-Region war die zweite, ich weiß es nicht, Kanto war dann die dritte. Boah. Oder Hoenn-Region war die von der dritten Generation. Das sieht aus wie so diese Städte und dann gehst du hier und dann ist hier rechts die Pokémon-Liga. Sie wirklich so gefährlich? Gefährlich? Sie haben das ganze verdammte Forschungsgebiet zerstört. Eine einzige verdammte Kreatur kann unendlich viele Eier produzieren. Deshalb haben wir sie auf der Insel studiert. Sie sind wasserscheu und können deshalb nicht entkommen. Und Kälte stoppt den Inkubationsprozess. Ja, ich habe einen in der Kryokammer eingefroren. Du hast ihn doch nicht aufgetaut, oder? Entspann dich, Opa. Alles unter Kontrolle. Opa! Er hat ihn Opa genannt! Tolle. Irgendetwas war seltsam daran. Die Krankenstation sah verlassen aus und diese Typen... Ich hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Was zum Teufel ist hier passiert? Hey, wo willst du hin? Ich muss etwas überprüfen. Hey, warte. Oh nein, das Ei ist noch da. Das Ei ist noch da. Was ist das? Und was zum Teufel hast du getan? Warum hast du das Ei aufgetaut? Idioten, ihr bringt uns alle um. Langsam, wir wollen dir das nicht anlasten. Aber du warst 30 Jahre in einer Kryokammer. Und wir brauchen dieses Objekt, um unsere Feinde zu bekämpfen. 30 Jahre? Wovon redest du? Sie haben den Captain gehört. Ich bemerkte schließlich, dass die Basis wirklich alt aussah. Alles war von einer 2 cm dicken Staubschicht bedeckt. Und genau in dem Moment schlüpft das Ei. 30 Jahre. Wie konnte das passieren? Der hat sich extra eingefroren, damit der schon wieder Stress hat. Wir brauchen die Kreatur lebend. Lassen Sie Ihre Waffen fallen. Nehmen Sie Elektroschocker und folgen Sie der Kreatur. Jetzt. Ivan, du übernimmst das Kommando. Roger, Sir. Peterson, du kommst mit mir. Du kennst die Gegend. Du wirst uns zeigen, wo sich die Kreatur versteckt. Denken Sie nach, Peterson. Wo könnte das Objekt sein? Du hast keine Ahnung, was du getan hast. Die Kreatur muss sofort vernichtet werden. Holt mir sofort einen Verantwortlichen ans Telefon. Alle sind damit beschäftigt, den Feind zu bekämpfen. Also... Welcher Feind? Sir, hier drüben. Wir haben den Freak gefunden. Meint er jetzt mit Freak diese SCP-Kreatur? 3199. Meint er wahrscheinlich. Ja, wir werden mal sehen. Leute, bringt ihn in den Käfig. Käfig, versteht ihr? Weil er ist ja wie ein Vogel, weil er aus dem Ei geschlüpft ist. Käfig, ja. Ich musste herausfinden, was hier los war. Während die Truppe mit dem Objekt beschäftigt war, bin ich abgehauen und in den Kommunikationsraum gerannt. Ich hatte gehofft, dass die Verbindung noch funktioniert. Moment. Hören wir uns doch mal kurz diese Szene an. Bin ich abgehauen und in den Kommunikationsraum gerannt. Ich bin gerannt. Aber so wie das aussieht, ich bin gerannt. Ich bin in den Kommunikationsraum gerannt. Seht ihr, wie ich renne? Das ist das Schnellste, was ich machen kann. Kennt ihr diese Leute, die vor dem Greenscreen sitzen und dann so tun, als würden sie laufen? Und dann machen sie den hier. Oh Mann, Alter. So, ich feiere diese Szenen immer. Ich hatte gehofft, dass die Verbindung noch funktioniert. Natürlich war die Idee, das Hauptquartier der Foundation zu kontaktieren, verrückt. Aber ich musste es versuchen. Das ist gar nicht gut. Das ist so wie Windows-Update. Das ist gar nicht gut. Windows muss updaten. Wer ist da? Identifizieren Sie sich. Rita? Bist du es wirklich? Wer sind Sie? Wie haben Sie diese Nummer bekommen? Nein, nein, nein! Das 30-jährige Comeback zwischen Rita und seinem Verliebten. Erkennst du mich nicht? Special Agent Bradley Peterson berichtet aus Area 144 auf Phoenix Island. Brad? Oh mein Gott! Sie ist alt geworden. Das heißt, sie hat 30 Jahre lang ihren Job durchgezogen. Ich kann es nicht glauben. Du lebst! Wie du siehst, obwohl dich die Rettungsaktion um 30 Jahre verspätet. Ich dachte, du wärst tot. Damals, während des Vorfalls, als wir die Verbindung verloren haben.
Brad? Kannst du mich hören? Brad? Nein, nicht so. Scheiße. Brechen Sie die Evakuierung ab. Es ist niemand mehr am Leben. Oh. Danach riegelten sie Area 144 ab. Ich hatte keine Ahnung, dass jemand in der Kryokammer war. Es ist okay, Rita. Du hast das Richtige getan. Diese federlosen Zweibeiner erwiesen sich als wirklich gefährlich. Wir haben sie offensichtlich unterschätzt. Ich erinnere mich noch an diesen Albtraum. Dir ist also klar, dass diese Kreatur die Insel niemals verlassen darf? Dann sag deinen Soldaten, sie sollen es erledigen. Welche Soldaten? Wovon redest du, Bradley? Ich glaube, ich habe doch nicht so recht gehabt, mit dass sie 30 Jahre lang diesen Job durchgezogen hat. Ich glaube, sie arbeitet nicht mehr bei der Foundation. Sie hat sich ihre Rente verdient. Ist auch ganz klar, wenn du bei der SCP Foundation arbeitest, mit diesen ganzen Monstern zu tun hast, hast du dir auch schon nach 10 Jahren theoretisch diese Rente verdient. Captain Don Martin und seine Jungs, sie haben mich aufgetaut und befassen sich gerade mit Objekt 3199. Brad, hör mir zu. Wir haben niemanden nach Phoenix Island geschickt. Ich weiß nicht, von wem du sprichst. Oh Gott, was? Die sind nicht von der Foundation? Das ist seltsam. Ich dachte, sie wären Soldaten der Foundation. Sie sagten, es sei Krieg im Gange und sie brauchen diese Kreatur als Waffe. Scheiße! Verdammte Bastarde! Die Synchronsprecher haut aber echt die Facts raus. Wie meinst du das? Hör mir zu. Es gibt wirklich einen Krieg. Der Krieg zwischen der SCP Foundation und der Chaos Rebellion. Diese Bastarde auf der Insel. Anruf ist vorbei, Opa. Oh nein. Oh nein. Du bist ein Soldat der Chaos Rebellion. Wow, wir haben einen Gewinner. Du hast es endlich gerafft. Stell dir vor, was passiert, wenn wir Objekt 3199 in eurem Hauptquartier aussetzen? Die perfekte Waffe. Dadurch wäre der Krieg noch lange nicht beendet. Nein, aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Henry, wir benötigen Mr. Petersons Dienste nicht länger. Gib gut auf ihn Acht. Sie wissen nicht, womit sie es da zu tun haben. Scheiße, folgt mir. Es war ein wahres Massaker im Labor. Hatte die Kreatur im Käfig genug Zeit, um Eier zu legen? So schnell und so viele? Nein, mir stimmte etwas nicht. Irgendwas stimmt nicht. Das ist fast so, als würden diese Kreaturen für die SCP Foundation kämpfen. Tötet sie alle! Auf der linken Seite! Was zur Hölle? Gibt es hier noch mehr von diesen Kreaturen? Captain, es ist Zeit, von hier zu verschwinden. Wir haben, was wir brauchen. Was machen wir hier noch? Verlade das Objekt. Wir verschwinden von hier. Sie wollen das Ei mitnehmen. Beeilt euch, ihr Idioten. Und dann bemerkten sie mich. Aber es war zu spät, sich zu verstecken. Don, was machen wir mit ihm? Wir sollten ihn einfach erschießen. Aber das wäre nur Verschwendung von Kugeln. Sollen diese Kreaturen sich um Mr. Peterson kümmern? Sie bewegten sich auf den Ausgang von Area 144 zu. Ich musste raus. Aber hey, ist es nicht auch Verschwendung von Kugeln, wenn ihr unendlich Respawns bei ihm freischaltet? Wenn ihr jedes Mal das Monster erledigt, kommt immer ein neues. Vielleicht würde ich es zum Hubschrauberlandeplatz schaffen. Und dann mal sehen. Ich hatte keine Waffen und musste mich durch komplexe Wartungsschächte bewegen. Aber ich war im Vorteil. Ich kannte diese Basis wie meine Westentasche. Irgendwo in der Ferne konnte ich Schüsse und Schreie von Soldaten hören. Anscheinend sind sie diesen Kreaturen doch nicht begegnet. Nein! Nein! Beeil dich! Aber ich habe es nicht rechtzeitig geschafft. Als ich den Hubschrauberlandeplatz erreichte, waren sie schon da. Scheiße. Ich steckte mit einem der gefährlichsten Objekte der Keter-Klasse auf Phoenix Island fest. Aber dann sah ich etwas, womit ich nie gerechnet hatte. Los, abheben! Also nochmal ganz kurz zum Verständnis. Es gibt die SCP Foundation und jetzt gibt es die Keter. Keter Rebellion oder so? Ist das irgendwie eine Gegenorganisation? Kennt man die? Ist das bei dem Spiel auch so? Gibt es das auch so im Spiel? Ich kenne mich nicht aus, ich habe das Spiel nicht durchgespielt. Ich würde es gerne durchspielen. Es ist nun ein sehr schweres Spiel. Auf Wiedersehen, alter Mann. Beruhige dich. Was ist? Bradley sagte etwas darüber, dass sie Angst vor Wasser hätten. Scheiße. Und jetzt ist er drin. Scheiße. Nein. Also hier oft das Wort benutzen, ja, das geht ja gar nicht. Ivan! Als der Helikopter abstürzte, rannte ich darauf zu. Ja, sie waren Rebellen, aber sie waren immer noch Menschen. Ivan war tot. Auch die Kreatur überlebte nicht. Aber Don war am Leben, obwohl er verwundet war. Don, Bruder, komm zur Foundation. Don, können Sie mich hören? Verdammt, das Ding. Es hat uns angegriffen. Komm schon, Kumpel, wir müssen hier raus. Kumpel? Er wollte dich erledigen. Und du nennst ihn Kumpel? Der hat dich auch Opa genannt. Das ist doch die krasse Beleidigung, oder?
Wir haben uns im Wartungsflur der Basis versteckt und ich habe Don ein bisschen zusammengeflickt. Danke, Bradley. Und es tut mir leid, was passiert ist. Ihnen ist klar, dass wir in diesem Krieg auf entgegengesetzten Seiten stehen? Wie hat das alles angefangen? An diese Zeit kann ich mich nicht mehr erinnern. Das war, bevor ich mich der Rebellion anschloss. Sie sagen, dass Sie zu diesem Zeitpunkt bereits die korrupten Regierungen verschiedener Länder infiltriert hatten. Sie begannen, Ressourcen und anormale Objekte zu sammeln. Und eines Tages schlugen sie zu. Sie griffen die Stützpunkte der SCP Foundation an. Sie benutzten die gefährlichsten anormalen Objekte, bevor sie realisiert hatten, was los war. Yo, da ist dieser SCP, Leute. War die Hälfte des SCP ausgelöscht. Und dann fuhr die Foundation ihre großen Geschütze auf. Ein echter Krieg brach aus, der das Leben zahlreicher Menschen und anormalen Objekte forderte. Du musst wissen, dass uns die anormalen Objekte ausgegangen sind. Wir brauchten mehr von ihnen. In den Archiven fanden wir Aufzeichnungen über Phoenix Island, wo Experimente mit einem sehr gefährlichen Objekt der Keter-Klasse durchgeführt wurden. Du hast doch gesehen, wozu diese Kreaturen fähig sind. Du kannst sie nicht kontrollieren. Dann hast du wohl recht, alter Mann. Sie werden... Alter Mann. Bro, der Typ sieht jünger aus als du. Unser aller Ende sein. Wir müssen sie zerstören. Alle auf einmal. Irgendwelche Ideen wie? Die gesamte Area 144 wird von einem Atomreaktor angetrieben. Darunter befindet sich ein Kontrollpunkt. Ich kann eine Selbstzerstörungssequenz einleiten, aber ich brauche deine Hilfe. Die ganze Insel in die Luft jagen? Was ist mit uns? Weißt du, Don, wir kommen hier sowieso nicht mehr weg. Entweder werden uns diese Viecher verschlingen oder... Lass uns das machen. Zeig mir den Weg. Okay, let's go. Scheiße, das ist ein verdammter Inkubator. Yes. Oh, hier werden die Eier also ausgebrütet. Jetzt verstehe ich, wo die neuen Kreaturen herkommen. Beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. Ich werde den Reaktor zum Explodieren bringen. Sobald irgendwas sagt mir, Leute, und das sage ich euch jetzt in diesem Gesichtsausdruck, sieht das so aus, als würde er gleich einen Hinterhalt planen. Ich glaube, er wird in dem Moment versuchen, wieder sein Comeback zu machen. Wir die Schlüssel eingesteckt haben, gibt es kein Zurück mehr. Bist du bereit? Lass uns das hinter uns bringen. Achtung, 30 Minuten bis zur Explosion. Alle Mitarbeiter verlassen sofort die Area 144. Verdammt. Scheint, als wäre dies das Ende. Es war mir eine Ehre, dich kennenzulernen, Bradley Peterson. Die Ehre ist ganz meinerseits, Don Martin. Hörst du das? Was ist das? Wo kommt das denn? Klingt wie ein Funkspruch. Bradley, ich kann dich nicht erreichen. Wenn du mich hörst, warte. Der Hubschrauber wird um 2.40 Uhr abholen. Ich hole dich da raus. Versprochen. Das sind unsere Jungs. Verdammt, der Helikopter wird bald da sein. Don, wir schaffen... Und ich wusste es. Ich wusste es. Ich hab so gewusst. Ich hab es so gecallt, dass der Typ einen Hinterhalt plant. Das. Ja, du aber nicht. Das war so klar. Es war so klar. Mein Kopf. Beachtung. 8 Minuten bis zur Explosion. Alle Mitarbeiter verlassen sofort die Area 144. Scheiße. Da hab ich bewusstlos geschlagen und mich diesen Kreaturen überlassen. Verdammter Verräter. Was hat er vor? Nicht so. Oh, Junge! Wir verfolgen ihn! Alter, er hat ihm einfach einen Ellbogenkick gegeben. Der muss aus dieser Insel raus. Er wollte den Helikopter kapern und mit einem Ei abhauen. Er hat doch keinen Helikopter mehr. Wie soll das gehen? Tja, das Ei ist aber geschlüpft, Bruder. Nein, verdammt. Nein, so nicht. Doch, genau so. Das hat er verdient. Doch, so, ja. Wow. Das war... Abheben! Ich hebe ab! Mein Gott, sind wir zu spät! Leute, eins in den Chat, eins in die Kommentare, wenn ihr der Meinung seid, dass sie sich beide jetzt küssen. 30 Jahre zu spät, Rita. Eins in die Kommentare. Bam, Junge! Na gut, bei der Explosion sieht man trotzdem noch, dass das Gebäude steht. Komm schon! Das ist das... Teufel. Was ist das? Das ist das Intro von was danach passiert ist. Oh nein. Das heißt also, Leute,
Die haben die Insel gesprengt, aber es hat ein Ei wurde rübergespült auf die Insel. Das heißt, Mission failed. Leute, ja, das war eine gute Folge. Das war eine spannende Action-Folge. Fand immer cool. Ich finde, die ganzen Geschichten sind alle komplett unterschiedlich. So cool. So unfassbar cool. Leute, wenn ihr auf jeden Fall mehr sehen wollt, es gibt noch so viele weitere Geschichten, die wir uns nicht angeschaut haben, dann müsst ihr einen Daumen nach oben da lassen und abonniert gerne den Kanal. Checkt natürlich SCP-Chroniken aus und falls dieser Kanal das jemals sehen sollte, lad bitte wieder neue Videos hoch. Das ist, glaube ich, gerade diese richtige Zeit. Also SCPs sind ein bisschen noch im Hype. Also let's go. Leute, ich würde an der Stelle sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus und rein und ciao.